mir leicht und frei, durch die Weiten der Natur zu schreiten. Ich fühle den sanften Wind, der mir kleine Geschichten zuflüstert. Jeder Schritt, den ich mache, ist ein Ausdruck meines Lebens und meines Seins. Verbunden mit der Erde. Mühelos gleite ich über das glitzernde Wasser. Die Wellen plätschern sanft um mich herum. Und ich bin eins mit dem Element. Das kühle Nass umspielt meine Zehen und bringt ein Lächeln auf mein Gesicht. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer. Jeder Knoten ist ein Versprechen an mich selbst, die Berge des Lebens zu erklimmen und meine Träume zu verwirklichen. Wenn ich den Gipfel erreiche und meine Arme ausbreite, jubel ich voller Freude, ein Ausdruck meines Triumphs und meiner Überwindung. Ich schaue zum Himmel und sehe die Wolken, die in sanften Farben strahlen. Während ich nach oben schaue, spüre ich die Weite und die Unendlichkeit, die mich umgibt. Es ist ein Gefühl von Freiheit, das meine Gedanken beflügelt und meine Seele erhält. Mir wird klar, dass ich nicht nur ein Teil der Erde bin, sondern auch des großen Universums. Verbunden mit Kreativität und der Schönheit, die in mir und um mich herum existieren. Es ist, als ob die Welt uns dazu einlädt, kreativ zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich öffne meine Augen und mir wird klar, dass alles, was ich brauche, bereits in mir ist. Plötzlich fühle ich, wie ich mit rasender Geschwindigkeit durch die Galaxie schieße, die Sterne funkeln und ziehen an mir vorbei. Und ich spüre die Schnelligkeit des Lebens. Doch während ich durch die unendlichen Weiten des Universums gleite, wird mir bewusst, dass diese Hektik nicht das ist, was das Leben ausmacht. Ich schaue auf den großen leuchtenden Mond, der sanft zwischen den Wolken schimmert. Plötzlich durchbricht ein geheimnisvolles Leuchten die Dunkelheit. Ein Schlitten, gezogen von Rentieren, schwebt wie aus den Sternen selbst über den Himmel. In diesem magischen Moment scheint das Universum für einen Augenblick stillzustehen, während Sterne funkelnd die Magie der Feiertage enthüllen. Und als der Schlitten in die Ferne gleitet, öffnet sich ein Portal, ein Tor zu einer funkelnden Welt voller Geheimnisse. Und mit genau diesem Moment möchte ich dir das Thema des diesjährigen Adventskalenders vorstellen. Adventszeit voller Kreativität und Inspirationen begleiten wird, ist das Universum. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die Galaxie, begleitet von einem neugierigen Astronauten und dem
kreativen Schafstronauten. Gemeinsam erkunden wir neue Welten und lassen uns von den unendlichen kreativen Möglichkeiten inspirieren, die das Universum in der magischen Adventszeit für uns bereithält. Bereite dich darauf vor, in die Weiten des Universums einzutauchen. Eine Reise voller Kreativität, Weihnachtswunder und Inspiration. Und das ist er, der Merry Christmas Adventskalender 2024. Herzlich willkommen im Universum. Der vierte Adventskalender in Folge und dieses Mal entführe ich dich ins Universum. Der Inhalt vom Adventskalender wird natürlich wieder komplett neu sein. Es gibt bis auf zwei Verbrauchsmaterialien nichts, was es schon in meinem Shop gibt. Ich bin euren Wünschen nachgekommen und es gibt wesentlich mehr Stempel als in den letzten Jahren. Vor allem sehr viele große Motivstempel. Neben den Motivstempeln kannst du dich aber auch über ein paar Ministempel und vor allem auch Sonderedition-Stempel freuen. Sondereditions sind ganz speziell für den Adventskalender gemacht und die wird es anschließend gar nicht so im Shop geben. Eventuell wandern sie mal in abgewandelter Form in meinem Shop. Aber so wie sie hier im Adventskalender sind, werden sie nicht erhältlich sein. Alles wird wieder aufeinander aufbauen und wir können sehr viele schöne, kreative Projekte in der Adventszeit umsetzen. Aber eins sei gesagt, es sind nicht nur weihnachtliche Motive drin. Aber das kennt ihr ja schon aus den letzten Jahren. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle erwähnen und zwar wird es keine Stempelkissen im Adventskalender geben. Ich empfehle auf meiner Landingpage vom Adventskalender zusätzliche Produkte. Also schau dort am besten vorbei, ob du etwas davon gebrauchen kannst oder du vielleicht auch noch nicht da hast. Und vielleicht ist ja auch die ein oder andere Stempelfarbe dabei, die dir sehr gut gefällt und womit du dann die Projekte, die wir gemeinsam machen werden, umsetzen kannst. Wenn du wissen möchtest, was alles in dem Adventskalender drin ist, dann habe ich einen extra Link für dich vorbereitet, den du dir auf meiner Website anschauen kannst. Dort ist aufgelistet, was in welcher Anzahl im Adventskalender vorhanden ist. Auch in diesem Jahr darfst du dich wieder auf eine Überraschung in der Tür freuen, also nicht nur ein physisches Produkt, sondern auch eine Affirmation. Die Affirmation ist ganz exklusiv für alle Adventskalenderbesitzer. Diese kann man über einen QR-Code aufrufen und es gibt jeden Tag eine kleine Aufgabe bzw. eine Inspiration, um dir kleine Momente der Achtsamkeit in der oft hektischen Adventszeit zu schenken. Außerdem bekommst du natürlich wieder jeden Tag einen Blogbeitrag zu jedem Türchen mit Inspirationen, Ideen und einem kleinen Unboxing. Und auch das gibt es auf meinen
Social Media Kanälen wie zum Beispiel YouTube und Instagram. Also du wirst über die komplette Adventszeit mit sehr, sehr viel Content begleitet, sodass du auch immer die passende Idee für das jeweilige Produkt im Türchen hast. Und was darf auch in diesem Jahr nicht fehlen? Natürlich das 25. Türchen. Alle weiteren Details zu dem Adventskalender findest du auf meiner Landingpage. Den Link dazu gibt es in der Infobox. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul on my true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got teachers, so I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, at top of the world. A champion, a champion.